Ich persönlich brauche schon 2 bis 3 Mal Sex die Woche. Also wenn ich in einer Beziehung bin, dann hätte ich gern so 2 Mal Sex am Tag. Wie viel Sex ich brauche? Eigentlich gar keinen. Ist für mich nicht notwendig. Hauptsache, man hat einen Partner fürs Leben und dann ist gut. Sex ist reine Nebensache für mich. Also wenn ich keinen Sex in der Beziehung bekomme, dann werde ich zickig, launisch. Und das merkt dann mein Freund auch. Wenn ich jetzt keinen Sex bekomme, dann entweder ich mache es mir dann selber oder ich gehe zum Sport und versuche halt dann da die Power rauszulassen. Eine Nymphomanin. Oh. Nymphomanin, denke ich mal, ist eine, die ständig Lust auf Sex hat und auch ständig wechselnde Partner braucht. Ist eine, die total sexbegeistert ist und total auf Sex steht und nicht ohne Sex leben kann. Für mich beginnt Nymphomanie bei wechselnden Sexpartnern, also dass man so 3, 4, 5 in der Woche hat, ohne dass es auf Optik oder auf gegenseitiges Verständnis vom Charakter her ankommt. Ich meine, Sex ist gut und schön, aber mehr als 4 Mal in einer Nacht ist dann irgendwo als Mann doch nicht, dem Mann doch nicht gegeben. Für mich persönlich ist es kein Traum, dass eine Frau sehr viel Sex möchte. Ich finde es dahingehend sehr anstrengend, weil es einfach den Körper auch total auslaugt. Ich meine, wir haben alle zwar Geschlechtsteile, aber ich meine, man muss sie ja nicht radikal vernichten. Ja? Yeah.